Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ja, wir sind noch immer auf der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters. Uns fehlen noch die Beinschienen und das Schild, ne? Genau, ja. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg in Richtung Festung Bulwark. Die ist da hinten, da müssen wir noch ein Stückchen laufen. Was fällt uns hier an? Eine Krabbe, hä? Ich glaube, so langsam, wie der Gegner hier angekrochen kommt, dann muss es eine Krabbe sein. Ich weiß nur nicht wo, warte mal. Da ist sie. Guten Tag. So. Gut. Was seid ihr für komische Dinge? Die Hundsrute nehmen wir mit. So. In diese Richtung. Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal zurück zur Priorei gleich. Zur Priorei der Neuen, denn wir haben ja keine Ahnung, wo die Beinschienen sind. Ich habe da irgendwie verpennt, mir den Dialog anzuhören. Keine Ahnung. Naja, holen wir nach. So, ich erinnere mich, hier waren wir drin. Ist das die richtige Richtung? Yo. Yo ho, wir sind richtig. So, einmal hier hochkopst. Na komm schon. Und hier gibt's noch Nierenwurz. 100 Pro. Gibt es hier Nierenwurz? Wenn nicht, dann fresse ich meine Mutter. Also hier muss es Nierenwurz geben. Ich weiß nur nicht wo. Nierenwurz? Wo bist du? Zeig dich. Ich will meine Mutter nicht fressen. Hallo? Gib wohl doch... Ah, okay. Ich dachte schon. Ach, wie geil. Guck mal. Ach, ist das cool. Das ist ja witzig. Das ist ja cool. Die habe ich ja noch nie gesehen. Mensch, mit sehr viel Liebe gemacht hier das Ganze. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Dass sie da auch die fleischfressenden Pflanzen reingebracht haben, die Schlauchpflanzen. Finde ich witzig. So, dort entlang. Hier muss es doch nur so von Nierenwurz wimmeln, oder nicht? Oder? Irgendwie ja nicht. Ach, cool. Ah, hallo. So, fehlt glaube ich nicht mehr viel. 8 Stück oder so noch. Oder 7. Hasenpfote, ne? Ja. So, ich gucke hier gerade mal so ein bisschen rum. Da ist noch eine. Die sind gut versteckt hier. Aber nicht unsichtbar. Da ist keine. Was bist du? Ah, noch eine. Mein Gott. So. Komm schon. Hier sind doch noch ein paar. Wir holen uns erstmal da den Segen. Seid demütig und lebet in Frieden. Betet an meinem Altar in den Kapellen, um meinen Segen zu erhalten. Wegschrein von Mara.
Was? Somnalius fahren? Mhm. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Noch einer. Oh! Nachdem ihr viele Stunden lang Verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Geselle der Akrobatik. Ihr besitzt nun die Ausweicheigenschaft. Wenn ihr abblockt, während ihr springt, weicht ihr in Sprungrichtung aus. Ihr rollt euch dann ab und... was? Ihr rollt euch dann ab und entgeht dabei womöglich einem Angriff. Ah ja, okay. Ja, nett. Mal ausprobieren. Da ist noch eigentlich... Ah ne, verguckt. Verguckt. Ihr habt gefunden, Feldhaushöhle. Mhm. Da hinten ist noch ein Nierenwurz. So, da müssen wir lang. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, aber nur so ein bisschen. Huch, es sind nur hier. So, ich schau mal gerade, wie viel noch fehlt. Ein Nierenwurz. 4 Stück noch. Na Mensch. Die sollten wir aber noch packen, ne? Ja, siehst du. Super cool. Ich sag doch, perfektes Nierenwurzhabitat hier. Finden wir gleich mit Sicherheit noch einen. So, gehen wir hier lang. Schauen wir auf die Karte. Jetzt müssten wir nämlich auch bald am Ziel sein. Komm schon. Nierenwurz, wo bist du? Da drüben. So. Okay. Du bist nicht Festung Bulwark, ne? Nein. Ich kann nicht aufhören, nach Nierenwurz zu suchen. Weil hier gibt es so viel. Und es gibt keine bessere Chance, als den jetzt hier einzusammeln. Will ich mal behaupten. Siehst du? Unglaublich. Fehlen, glaube ich, noch 2. So, schauen wir da hinten nochmal. So cool. Ist hier dann Wegschrein? Und ich laufe, glaube ich, gerade, doch. Ziemlich weit weg. Da drüben ist noch einer. Ist das der letzte? Ich glaube, ein Pflänzchen fehlt noch. Festung Telemann. Mhm. War noch 40, ne? Ja, cool. Dann können wir die zurückbringen. 41.
Ob es da noch ein größeres Elixier gibt? Ich hoffe es ja nicht. Weil 50 zu finden nochmal, ich glaube, das könnte schwierig werden. Es hat ja jetzt schon lang genug gedauert, hier 40 aufzutreiben. So, du bist noch einer. Mein Gott. Ja, jetzt reicht's aber hier, ne? Komm, geht noch einer. Wir müssen... Ja, eh hier lang. Einer noch. Komm schon, da drüben. Jawohl. So, jetzt ist aber genug. So, ein Quick Save. Und dann wagen wir uns in Richtung Bulwark. Da ist er. Oder? Das müsste doch Festo Bulwark sein. Ich kann es nicht lassen. Huch. Okay. Ja, das ist er. Dann gehen wir mal gucken. Zu spät. Ich habe die Festung Bulwark gefunden. Ich muss hineingelangen und den Schild suchen. Stirb, du blöder Beschwörer! Nein, er heilt sich! Nichts da! Hä? Ah, da liegt er. Detoscher Dolch! Nehmen wir mit! Die Tränke natürlich auch. So, hier ampelt doch noch irgendwo einer rum. Ich hab's doch gerade gehört, da hat doch noch einer gefaselt. Komm her! Ganz oben. Hey. Irgendwie. Die war nicht so gut. Naja. So. Dann, was gibt's hier? Ein paar Büchlein. Was macht hier so komische Geräusche? War das? Keine Ahnung. Ah! Irgendwas will hier noch kämpfen. Ach, och. Och, ciao. So. Nochmal ein bisschen heilen. Nochmal ein bisschen reparieren. So. Okay, dann auf in den Kampf. Ich hoffe, der Schild ist auch schwere Rüstung. Dann können wir den nämlich nutzen. Zurück, zurück. Angriff der Klonkrieger hier mal wieder. So. Aber die haben schön viele Tränke dabei. Das ist ganz hervorragend. Glas durch, den kannst du behalten.
So, links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Die lassen wir zu. Vorerst. Oh. Kein Schild. Kein Schild. Hm. Hier schleichen wir mal lieber. Da oben ist ein Eisatronach, glaube ich. Warte mal. Ich gehe noch mal gerade zurück. So, dann gehen wir nämlich noch mal hier lang. Oder da oben? Ja, machen wir erst hier, komm. Egal. Komm her. Huch. Willst du nicht mal in Nahkampf gehen? Wollte gerade sagen, bringt doch so gar nichts, was du hier machst. Mein kleiner Freund. Ciao. So, hier liegen die Pfeile rum. Jawohl, schön. Das ist doll. So, das kriegen wir nicht auf. Und hier hinter warten wieder. Oh. Da unten wartet ein Beschwörer. Oder? Wir gehen ihn mal empfangen. Gut, dach die Dame. So, hat die auch Tränke? Jawohl. Hervorragend. So. Jetzt hätte ich beinahe anders gespeichert. Dabei habe ich sie so gut unter Kontrolle jetzt. Mittlerweile. Da greift schon wieder was an. Beschwörer, hä? Also ist nur ein Fackelhalter. Ein Fackelhalter greift an. Oh. Das ist zwei. Ich kann es nicht erkennen. Wow. Schlecht. Ich muss irgendwie zu den Beschwörern gelangen. Jetzt hängt hier dieser blöde Detrott da davor. Das ist nicht so gut. Alter! Wo kommt der denn her? Hey! Alter! Ich muss hier weg! Ah, ist noch einer! Gibt's doch nicht! Ich verbeug mich vor niemandem, Blödmann. Ja, na toll, jetzt flüchtet die natürlich wieder bis zum Eingang von der scheiß Festung hier. Ach komm, bleib doch stehen. So. Jetzt zurück. Da kommt noch einer angeschissen. Der rennt natürlich auch weg. Boah, die sind so ein bisschen nervig, ne? Zumindest
Dass sie ständig wegrennen. Lass mich da durch, Mann. Hey. Komm her. Ich zeig dir gleich, was ich da hab. Wenn dein scheiß Viech mich da durchlässt. So, jetzt bist du nämlich dran. Boah, Alter. Endlich, ey. Mein Gott. Unglaublich. Ich habe 5 Wochen noch dran gesessen. So. Jetzt nehmen wir mal ein paar Tränke, denn irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind bald überladen. Nehmen Sie eine, kann ich hier nicht auch. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? So. Machen wir so. Und nochmal. Den hier. So. Verschleudern wir nochmal ein paar Hämmer. Eine Kerze. So, was haben wir da drin? 6 Gold. Novizen, Destilliergold, Novizen, Geisenmörder. Notiz des Zauberers. Akolyten, der Schild ist hier. Das wissen wir. Und dennoch haben wir ihn nicht gefunden. Die Festung ist gesäubert worden und immer noch entzieht er sich uns. Zweifellos wurde er von vor Augen wie den unseren verborgen, in der Absicht, ihn denen vorzuenthalten, die seine Geheimnisse lehren wollen. Das Tor zu den unteren Ebenen versperrt uns nicht mehr den Zugang. Beachtet die Kerzen an den Wänden, wenn ihr passieren wollt. Die Festung muss um jeden Preis gehalten werden, wenn wir Erfolg haben wollen. Lasst niemanden hinein, lasst keinen Feind entkommen. Können wir hier auch mitnehmen. Die kann man betätigen, die wird irgendwas bringen. Da gibt's nichts. Hier können wir auch mal betätigen. Sehr schön. Dann hier zurück. Was macht die Stufe? Dauert noch. Okay, du bist beschworen. Ich glaube, du bist nicht beschworen, ne? Nee. Wollte gerade sagen. Hey! Scheiße. Oh Mann. Oh Gott. Genau. Das sieht immer einfach nur so lustig aus, wie die sich ihren Kopf da in ihren Hintern reinstecken. So. Einmal hier lang. Ah, schön. So, wir sollen die Kerzen beachten. Das heißt, ich muss vermutlich... Warte mal. Okay. Das in der Mitte ist es. Das nicht. Das auch nicht. Das ist es. Warte mal. Also. So. So. Dann war es hier, glaube ich, rechts, ne? Ja, und dann hier nochmal. Sehr schön. Nur was die Kerzen wird da, ach so, die Anzahl wahrscheinlich, ne? Ach so, klar. Ich bin ein Depp.
Oh. Mhm. Festung Wulbark. Huh. Nein, nicht laden. Speichern. Schild, bist du's? Vermutlich nicht. Wäre so lustig, wenn er jetzt einfach den Schild dabei hätte. Helft mir! Ja, gleich. Ich helfe dir gleich. Ich muss hier nur erstmal. Na, Mann. Ja, toll. Gut, dann machen wir den erst fertig. So. Du entkommst mir nicht, mein Freund. Gib mir die Tränke. Okay. Krass. Irgend so ein Folterraum. Gut, dann wollen wir den Kollegen da vorne mal freilassen. Den Kollegen namens Thor. Ich kann auch so nicht mit ihm quatschen, ne? Nee. Ich muss ihn erst rauslassen. So. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Wer seid ihr? Ich bin Sir Tedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Und was tut ihr hier, außer gefangen sein? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen, aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Ja, was wisst ihr? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Okay, danke dir. Dann geh dich mal ausruhen. Wir versuchen hier weiter unser Glück mit dem Schild. Hier ist vermutlich auch einfach nur ein Raum, ne? Ja. So, okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen das auf zwei Folgen hier aufteilen. Oder obwohl, wir haben die letzten einmal kürzer gemacht, dann machen wir die jetzt hier ein bisschen länger. Niemand! Es ist... Niemand! Die hat ja nicht so viel ausgehalten. Was ist das? Notiz des Zauberers. Der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zu Hilfe kommen wird. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass es ihm höchst teuer zu stehen kommen wird, wenn er nicht enthüllt, was er weiß. Und doch hält er uns immer noch hin. Wir geben ihm noch eine Woche. Wenn er uns dann nicht hilft, zum Schild zu gelangen, soll er beseitigt werden. Vorzugsweise auf höchst schmerzhafte Art. Wie nett. So. Aufgebrochene Truhe. Was ist hier noch? 5 Gold. Kannst du dir ja auch sparen. Mein Gott, hier sieht's ja aus, ey, wie die gehaust haben, ne? Unglaublich. Unglaublich. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, hier sind... Was immer es war, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg.
Hier ging es ja nicht mehr weiter, ne? Es ging ja nur hier lang. Wir hopsen einmal hier rüber. Warte, ich mache erstmal die Truhe auf, dann kümmere ich mich um dich. Wow. Das ist unglaublich. Okay, da kommt der nächste. Jawohl. Die nehmen wir wieder alle mit. Die Mana-Tränke können wir dann auch verkaufen. Magie-Verstärkungshose. 2002. Oh. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, wir gucken erstmal hier oben lang. Okay, dann einmal hier runter. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Und da geht es nur wieder nach oben. Okay, Lehrlingsmessen und Stößel. Was haben wir? Novize. 75, Novize ist 25, heißt, der Lehrling ist besser. Gut, was bist du? Ein Diamant. Wow, 50, das ist schon mal... Jetzt habe ich hier auch diese blöde Schüssel mitgenommen. Ech. 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 Wer will denn die? So. Na gut, dann hier hinten lang. Und speichern. So. Da können wir hoch, aber vermutlich nicht rüber, ne? Doch. Können wir. Oh. Okay. Bleibt uns ja keine andere Wahl. Au, 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 au. Ah, das schaffen wir schon. Super. Speichern. Ach, geil. Ach, warte mal, da oben steht einer noch rum. Jetzt haut er ab. Kacke. Ah! Okay, es sind zwei. Wir holen uns den zuerst. So. Jetzt die Alte. Komm her. So. Jawohl, ja. So, jetzt blühen wir mal den Typ da oben noch. Lehrlingsretorte. Was haben wir für eine Retorte?
Expertenretorte. Dann brauchen wir das nicht. Kleiner Seelenstein. Jo, kannst du ja auch sonst wohin schmieren. Ich glaube, so langsam wird es eng im Inventar. Wir nehmen den nochmal mit. Dann sind wir zu schwer beladen. Hier geht auch keiner kaputt. Es ist echt schlecht. Das ist echt schlecht, dieser blöde Streitkolben, ne? Der wiegt so verdammt viel. Das ist richtig kacke. Warte mal, mit den D3-Herzen können wir da irgendwas dann jetzt mal machen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Schade. Mutters Kopf. Silbernuggets. Na komm, weg damit. Hallo. So. Dann. Goldnugget, komm auch weg damit. So. Okay. So, ich gehe davon aus, dass wir hier dann irgendwie an den Schild gelangen, oder? Da ist der Typ, genau, dieser Julianus oder wer das auch immer ist. Hier ist eine verborgene Tür, die sich vermutlich dann öffnet. Okay. Da kann ich nichts machen. So, und die Figuren drehen sich, ne? Stopp. Jawohl. Alle schön in die Mitte. Die glotzenden Augen des Julianus. Na, komm schon. Weiter. Sieht aus, als hätte er eine Brille auf irgendwie. Oh. Ist zu weit. Jawohl, nee, das müsste. Ja doch, das passt. Passt auch. So, der dreht sich schneller. Jawohl. Jetzt noch der eine Typi hier. Der braucht vermutlich wieder ewig. Okay. Hat funktioniert. Hier geht's weiter. Der Schild, der Schild. Oh ja, der Schild. Er wartet auf uns. Boah, es geht ja noch ganz schön tief hier runter, ne? Ach, krass. Und die kann man alle öffnen und es ist nirgendwo was drin. Na gut. Bin ich ja ganz froh drum, eigentlich. Wir haben ja eh keinen Platz mehr. In Tiefen der Festung Bulwa habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das bedeutet, um an den Schild des Kreuzritters zu kommen. Ach, leck mich doch im Sack.
Rotgars Edelstein. Hä? Warte mal nochmal. Muss der da rein? Keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Wo ist er? Oh Gott. Er ist weg. Also richtig. Rotgars Schädel. Der muss... Ach, da muss der Edelstein rein. Okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, der liegt jetzt aber nicht mehr hier drin, ne? Das ist das Problem. Haben wir den jetzt wieder im Inventar? Nee, wir haben nur den Schädel. Dann packe ich den jetzt einfach mal da rein. Oh, das ist nervig. Das war sogar richtig. So wie es aussieht. Rotgars Buch. Da muss sein Kelch rein, dann machen wir das Buch einfach mal da rein. So. Das war falsch. Rotgars Helm. Okay, ich würde sagen, hier machen wir dann doch in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon bei 40 Minuten. Alles klar, bis zum nächsten Mal.